Ja, was hätten wir? Sprich wieder los. Hätten wir uns mal einen Porten sparen können, weil ich habe nämlich mal gerade nachgeguckt, wo die Quelle ist, mit der man die Dinge, die aufladen muss, die wir gerade bekommen haben. Am Rand im Eiskamsund. So ist es. Egal. Jetzt machen wir erstmal Angriffsplan. Fragezeichen. Ah, das war ein schönes Bildchen. Boah, das ist ein geiles Bild. Rengo 2.0. Oh ja. War mit dicken Feuerplatten und einem Feuerschwert. Und einem Ladescreen. Ah, eine Lava-Mission. Warum mache ich sowas eigentlich auf? Kannst du mir das mal erklären? Wow. Ja. Ja, daran führt jetzt kein Weg mehr. Daran führt jetzt kein Weg mehr vorbei. Es gibt nichts, wo wir enttäuscht sein können, der nicht. Ich kann ja irgendwie mehr mit Verständnis haben. Oh mein Gott. Whitlock Brimstone. Ich glaube, ich habe ein Mini von dem. Nicht mit. Max, ihr taucht ja tatsächlich auf. Ziemlich mutig, wenn man bedenkt, weswegen ihr hier seid. Tribo. Ich soll den Imperator überreden, zu eurem Gipfel zu kommen, obwohl ihr meine Befehlsgabe zu tun habt. Der Panda? Kleiner süßer Panda? Wäre unser Freund gewesen. Gut, Leute, ich hab meinen Drachen doch beschworen. Ach, da hinten ist der Drache. Los, Drache, schnapp ihn dir! Ja, Tribo. Attacke! Entschuldigt, ich muss mit jemandem. Überrenn ihn einfach! Ja. Euch. Ach, jetzt ein bisschen erleben. Oh, ich kenne diesen Blick, ihr müsst Rox nicht verteidigen. Das hätte ich jetzt auch. Wie bestraft sie dafür, dass sie Scarlet nicht getötet hat? Ich verstehe, warum sie es getan hat. Freie Agente. Fragt sie selbst. Fragt sie selbst, warum? Imperator Schmodur. Tribun, wir haben auch Informationen, die euch und Imperator Smodur interessieren. Smodur. Es geht um die Altdrachen. Ich weiß. Ich habe gehört, dass Mordomas erwacht ist. Das ist stark untertrieben. Er hat ganze Forts vernichtet. Wir kennen seine Reichweite nicht. Die schwarze Zitadelle hat schon genug Ärger mit Gebrandmarken und Askalon-Geistern. Naja, Mordo breitet sich in ganz Tyria aus. Ja. Dies entspricht der Zeit. Die Berge beschützen uns. Aha. Müssten wir das nicht sagen, wie fällt die Altrache hin? Imperator Schmodur. Schmodur. Imperator. Schmodur. Kraft besitzen, die Wirkung des Feindfeuers aufzuheben. Ist das wahr oder nur ein Mythos? Ich will es auf die Probe stellen. Nach Jahren der Forschung habe ich endlich die richtige Elementkombination, um seine Kraft freizusetzen. Ihr könntet uns von den Geistern befreien? Das habe ich vor. Wenn wir das tun, hat Smodur eine Sorge weniger. Dann können wir ihn überzeugen, zum Gipfel zu gehen. Frag Whitlock, wie er helfen könnte. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt die dritte oder vierte Lava-Mission in diesem Geschichtsabschnitt. Ja? Das ist schon überdurchschnittlich viel. Ich hoffe nicht, dass das hier zum Standard wird. Sicher zum, damit die Krone wird für das Ritual benötigt. Die Krone vom Adelbert brauchen wir also. Boah, Alter. Da geht das Gewitter richtig hart ab gerade. Also sollten wir davon ausgehen, dass sie dort sind. Solchen, dann werfe ich mich oben über und nehme mich selbst Schamane Brimstone. Danke, Spaß gemacht. Wir gehen dann jetzt mal weiter. Die Frage ist halt jetzt nur, wo wir jetzt wieder hin müssen und ob ich wieder cutten muss, weil irgendwo ein Ladebild schon im Weg ist. Oder ob dieser Ladebild schon nochmal lädt, ja.
sagen, eigentlich müsstest du schon in einem drin sein. Ja, das geht immer, wenn man nicht direkt Gebiete verlässt. Natürlich müssen wir ins Diesa-Plateau. Oh Gott. So, wir sind jetzt im Diesa-Plateau hier. Und gucken mal, was jetzt die Leute von uns wollen. Ich sag Kringel. Hätte ja auch mal einfach sein können. Findet das erste Kronenfragment. Aha, okay. Auf geht's. Ich sehe es schon. Let's go. Let's go, Barbie. Irgendwas mit Party. Ein Steinhaufen. Cool. Schaff das zweite Kronenfragment. Wo ist denn? Och, deine Mutter! Das ist übrigens das andere Gebiet, was wir noch nicht gemacht haben. Ohne Spaß war das. Ja, da rennen wir jetzt aber einfach nur rein. Da rennen wir jetzt nur durch und dann trotzdem bis gleich, weil Ladebildschirm und so. Geile Scheiße, echt. Und am zweiten Ort vom Bimsbums Kronenfragment Teil. Natürlich müssen wir da hinten hin. Was auch sonst. Wurde angeschossen. Guck mal, das. Aber vor allen Dingen müssen wir irgendwie da unten hin. Ja. Unten irgendwo rein oder so. So. Unten rein, was? Irgendwas Höhliges. Was Höhliges? Weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Was Höhliges. Soll das aktiviert werden? Nein. Ja, du suchst da dann schon mal, ne? Ich bin mir schon mal die eine oder andere Wegmarke gerade sichern. Falls man nochmal irgendwann in dieses Gebiet rein muss. Wo ist denn diese scheiß Wegmarke jetzt? Okay. Geht doch. Tja. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo soll denn hier eine Höhle sein? Oder meinst du, es ist einfach irgendwie in der Mitte des. Oder vielleicht ist es oben drauf? Hast du oben drauf schon mal geguckt? Mhm. Ja, eigentlich schon. Okay. Ich würde sagen, es ist jetzt ein wenig verwirrend. Was soll er denn machen? Beschafft es so? Nachdem Historiker Kerin seine Forschung beachte. Ach so. Das Material. Der war doch hier gerade. Ja, der hat gerade hier fertig gemacht. Alles passt zusammen. Und Nase. Untersuchen. Meisterwerk näher prüfen. Es könnte der Fund des Jahrhunderts sein. Ja. Komm, mach doch jetzt hier mal Eier, du Kollege. Kendrick Redstaff müssen wir jetzt töten. Ja, dann. Der rote Staff. Ja, ist gut jetzt. Mhm. Ja, okay. Ja, mhm. Du hast ja echt viel zu melden gehabt. Und tschüss. Hier kommen die Flammen. Was? Diese Boot. Man fragt sich, was das Leben ihm angetan hat. Augenblick mal. Ich sehe was da unten. Ja. Erstmal hinsetzen. Erstmal warten. Das ist eine spannende Aufnahme heute, ich kann dir sagen. Jetzt kann... Ja. Er hat irgendwas in der Hand. Ja. Interessantes Schriftstück. Sehr alt, aber ich kann es entziffern. Wo läuft er denn jetzt hin? Ist doch der Entzifferer. Hätten es wieder eine Wegmarke, die ich noch nicht habe. Dafür ist es dann wieder gut. Die habe ich schon. Ich nicht. Oh, ups. Ah. So, und jetzt machen wir was. Was willst du hier? Das wird immer fertig, Mann. Wissen ist der größte Schatz. Mhm. Wo läuft der denn hin? Jetzt ist das ein Kaufmann. Ernst? Doppelklick, um einen Ascalon-Folianten zu erhalten. Macht das mal. Kostet mich 18,80.
Jetzt habe ich einen Folianten in der Hand. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, ja, vielleicht ist er jetzt ja abgeschlossen und jetzt liegt das einfach da rum oder so. Weiß ich nicht. Hoffentlich. Boah, scheiß Gegner. Ah ja, Tatsache. Ich nehme jetzt zumindest den Feuersturm. Weiß ich selber nicht. Aber hier hinten ist jetzt was zum... Da ist wieder ein Steinhaufen. Toll. Steinhaufen, nehmt es. Danke. Beschafft Brias Kronenfragment. Nein. Boah, nee. Frag doch mal, wo wir jetzt hin müssen. Gute Frage. Weiß ich schon. Nur nach Eisenmark. Und dreimal darfst du raten, in welchem Gebiet von Eisenmark. Genau. Da, wo wir nämlich noch nicht waren. Boah, ist das eine Scheiße. Okay, wir machen mal wieder einen Cut und sehen uns dann gleich am dritten Thronteil. Scheiß. Angekommen an der komischen Villa hier anscheinend. Wo wir hin müssen. Teufelsbratenwald. Teufelsbratenwald. Das ist ein Teufelsbraten, ne? So, was jetzt? Steinhaufen! Jawohl, ja. Denn es wird leichter zu finden, wenn Bria besiegt ist. Ich weiß aber nicht, wer Bria ist. Kehrt zu Ritlock und rückst in der Ebene von Ashford zurück. Boah, Alter, ohne Spaß, war. Das geht mir gerade, gelinde gesagt, ziemlich auf den Nerv hier. Dann bin ich gleich in den Ebenen von Ashford. Wieder in den Ebenen von Ashford und dann jetzt anscheinend mit einer Story-Instanz. Bitte keine Lava-Mission, bitte natürlich keine Lava-Mission. Natürlich ist es eine Lava-Mission. Was erwarte ich eigentlich? Oh, wow. Oh. Oh, es ist größer als so, jetzt ganz klein. Nicht, dass ich jedermann gezweifelt hätte. Kennt ihr Imperators Modur? Ich kenne euren Ruf. Na, guck mal, das ist der Imperator. Ist mir ebenfalls bekannt. Sollte diese Mission den Feind auch nur zum Teil eliminieren, komme ich zu eurem Gipfel. Wie lautet der Plan, Brimstone? Ich muss reden mit Brimstone. Habt ihr Erfolg gehabt? Ja, ich habe alle verwendet. Großartig, gib mir die... Zumindest ist es Charlie, redet nicht so viel. Das ist gut. Alles hängt von meinem Schwert ab. Aha. Okay, ich dachte, sie reden nicht so viel. Wie seid ihr in den Besitz gelangt? Ganz falsche Frage. Irrelevant, sehr ja, gut. Sehr gut. Ah, und wie? Ich lehne mich mal zurück. Sagt mir, was ihr braucht. Wie wär's mal mit noch einer Krone? Mhm. Und Mengen an Geistern erledigen, ja, okay. Ja, okay, damit können wir leben. Hallo, die Dialoge sind voll wichtig. Da kannst du nicht einfach so drüber skippen hier. Es geht jetzt nur darum, dass es die alle hoffen, dass es klappt. Okay. Hast du natürlich gelesen, was du, während du da durchgeklickt hast. Ihr führt Brimstone. Ja. Jawohl. Okay. Ihr führt. Jawohl! Gott, ey. Er ist der Führer. Das ist, gibt bei aber jedem. Geh mit drei mega krassen Charter rein. Die werden das doch wohl alleine schaffen. Wer weiß, vielleicht werden die jetzt Folge weggestompt hier. Ich verrate einen Geister. Sieht aber eher ein bisschen nach Spinnen aus. Ja, kann auch. Spinnen kann auch sein. Hallo! Wo ist er? Diese Rose hat Dornen. Da sind sie! Boah, da. Das Grammagier kann gar nichts. Wander tiefer in die Gruft. Die Gruft. Okay. Let's go. Oh. Wir müssen auch so einen Umweg laufen. Ich bin schnell wie der Wind. Das ist wieder so eine kurze Instanz ist wie eben. Oder wie die erste. Das scheint ein bisschen so. Also,
Wander tiefer gemacht. Server an sich voll cool, der jetzt die den Sissier besiegen, die Geister besiegen. Ja, kann ja gar nicht. Ich kann sagen, da würde ich aber gerne mal sehen, wie sie dann die Gebiete füllen. Ne? Oh, au, au, ich bin geflossen, ja. Auch immer. Zack, und weg. Oh, dann sind doch jetzt tiefer in der Gruft. Die Gruft liegt vor uns. Dort probieren wir die Läuterung des Feindfeuers aus. Es ist ein Ort der Kraft. Wenn wir durch den Bogen gegangen sind, gibt es wohl keine Umkehr, was? Na, will das Junge lieber zurück in den Pharao? Nein, Tribun. Pharao? Ich bin bereit, los. Wohnt dem Ritual bei. Los, ab dafür. Ah, hier ist die erste, hier ist die ganz anfangs erste Quest von den Char, wenn du dich erinnerst. Ich hoffe. Falls du jemals einen Char gemacht hast. Nee, hast du nicht. Ja, okay, nevermind. Das habt ihr als Junges immer gemacht. Kommt schon, bringen wir es hinter uns. So, die hat schon wieder hier alles weg angespuckt. Euer Schwert gefällt den Geistern wohl nicht sehr. Nun gefällt es aber noch weniger. Verdammt, sie ergreifen Besitz von Baradins zertrümmerter Statue. Ach guck, das passiert auch. Auf einen Kampf lohnt es niemals leicht. Ihr hört ja doch zu. Guck, das passiert auch in Dingsy. Das passiert auch in dieser Anfangsquest von dem Schau. Muss man gegen diese Statue kämpfen. Ja, machen wir das doch mal, oder? So. Können diese Geister an der Seite irgendwie mal ignorieren? Er tötet den Heilkundiger, bevor er das verstärken muss. Ach, da hinten läuft der Heilkundiger. Toll, der Heilkundiger ist immun geworden. Echt? Ja. So, jetzt gerade ist die Statue immun. So nicht so nice. Es kommt jetzt hier noch ein Heilkundiger? Aua! Lol. Was? Schlag auf einmal. Ich auch. Guck mal. Ah, da hinten kommt wieder einer. Das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal den Heilkundigen kaputt machen und dann können wir die Statue angreifen, ne? Oder? Nee. Sichtlich. Immun. Nee. Was müssen wir machen? Müssen wir alle flippen oder was? Sind wir noch immun? Was haben wir? Ich glaube, das sind übrigens diese Spektralflammen, die so super viel Schaden machen. Da hinten kommt wieder ein Heilkundiger. Kümmere dich mal um Heilkundiger. Ja, die können ja nicht allzu viel, die Viecher. Wurde gefiert, warum wurde ich gefiert? Kann man den jetzt mittlerweile mal. Ah, jetzt kann man wieder angreifen. Oh. Dodge. Same hier. Wie gesagt, diesen Spektralflammen, den müssen auch irgendwie ein bisschen aus dem Weg gehen. Okay. Wir müssen Geister vernichten oder irgendwas. Wetten, ein Achievement ist, dass keiner von den Askalonischen Heilkundigen durchkommen darf. Kann man zumindest gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall sinnvoll. Aua! Boah, das war schon wieder so eine Spektralflamme. Die ist gespawnt und instant explodiert, ja. Aber nicht so geil. Wo ist das? Aua, schon wieder! What the fuck? Was für einen großen Explosionsradius denn auch einfach hat. Leute, ich bin noch an irgendwas. Irgendwas hat mich noch gedownt. Man kann ihn immer noch nicht anhalten. Dieser Kampf zieht sich aber ganz ordentlich in die Länge. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder noch die letzten. Oh, hinter dir. Kommen gleich zwei von den Dingern. Und hinten ist dann halt von dir. Jetzt. Ja. Machst du den Heilkundigen? Ich mach den Heilkundigen. Lol. Dann bin ich gefiert. 1000 Jahre lang. Jetzt mal stecken.
Man kann der Statue Schaden machen. Jetzt hier mal auf die Statue drauf. Aua, das hat auch weh getan. Boah, wenn die in dir spawnen, ist das so mies. Ja, die Statue ist fast down, jetzt ist die Statue down. Ja, abgeroppelt. Doch, was stehen wir denn jetzt? Okay. Ascalon, ich befreie euch von diesem Fluch. Lass mal retten, dass das nicht funktioniert. Irgendwas passiert auf jeden Fall. Am Ende ist jetzt halt einfach nur so ein Schwert weg, ne? Ja, sieht fast so aus. Oh. Ich muss es suchen gehen, sonst beenden wir diesen Krieg nie. Geht! Ich muss ihm nachgehen. Nein, und Erde wieder zu. Das könnt ihr nicht. Aber... Weggetreten, Soldaten. Ihm geschieht nichts. Sorgt euch lieber um die armen Seelen, die ihm in die Quere kommen. Das ist seine Mission, nicht eure. Aha. Hm. Mal raten, das hat als... Brimstone wird zurückkehren, nur keine Sorge. Er hat eine Menge Geister mitbekommen. Ja, er mag den Flugzeug nicht gebrochen, aber er hat einen Effekt. Und ihr habt eine entscheidende Rolle für das und alleine werde ich an der Zusammenkunft teilnehmen. Sehr gut. Werden das nicht wollen. Sehen uns doch. Okay, und er wird zurückkommen. Ja, dann. Na dann. Boah, das müssen jetzt ja, halt nicht. Sau wichtige Dialoge sein da. Er hat irgendwas mit Plank gesagt. Ja, ich möchte mich weiter. Ja, Plank ist doof. Ja. Ah, Episode im Band des Drachen abgeschlossen. Yay! Doch schon wieder. In Chronik ansehen. Ja, das ist normal. Ja, dann. Ein letztes Lebewohl. Oh. Dein alten übrigens, nicht schlecht. Ja. Nochmal, jetzt haben wir nämlich hier die Achievements freigeschaltet. Hier und dann lange, hier und dann hart und mit leichten Kraft. Das ist ja Kraft im Schlamm. Gucken wir mal schließlich. Helft Timmy dabei, Teile für ihr Gerät zu sammeln, ohne dabei Fallen auszulösen. Welche Fallen denn? Und, und einmal muss man alle gegnerischen Truppen einschließlich überfallen und Fallen besiegen. Verhindert es, nieder- oder zurückgeschlagen zu werden und bleibt im Raum. Oh Gott. Naja, das ist dann damals alles noch. Ja, das wird wieder Spaß, aber das machen wir nicht jetzt, oder? Nee. Gut, aber erstmal können wir ja noch rausgehen. Lade den Bildschirm auf Boom. Geht mir auf den Sack. Oh yeah. Ach komm schon. Haufen Trugbildrückstände. Ja. Könnte an einer starken spektralen Energiequelle durchwirkt werden. Da müssen wir auch wieder irgendwo hin. Das sind schon wieder drei Teile. Das klingt schon wieder so, dass man die drei Teile dann am Ende wieder zu irgendwas weiterem zusammenfügen kann. Weißt du? Ja. Und wenn die Ebenen von Ashford dann in diesem Jahrzehnt nochmal laden würden, dann wäre ich ihnen verdammt dankbar. Dankeschön. Ich muss nur nett fragen. War das in dem Beutel drin? Seht mal. Oh, dieses Telefon, ich tue das irgendwann. Überrest ist inaktiv, es könnte aber noch starten. Wo ist das wieder? Ah, da oben. Interessant. Ja gut, dann würde ich sagen, gibt es beim nächsten Mal noch so ein bisschen Achievement-Auffrischung mit...
Aber das noch machen hier diese beiden Sachen da? Welche beiden Sachen denn? Na, dieses. Dieses? Dieses Ding sie aufladen und. Achso, das können wir gerade machen. Das ist ja auch in dem Gebiet hier. Ne, ist es nicht. Ne, ist es nicht. Okay. Achso, also beide Sachen noch aufladen oder was? Naja. Damit man dann zumindest mal sehen kann, was man noch braucht an Zeug, verstehst du? Ja, das verstehe ich, aber dafür muss ich die Aufnahme machen, oder? Anlassen. Weil im Endeffekt bei dem ersten Ding haben wir es auch nicht. Du gehst da hin, klickst da drauf und dann ist das Item plötzlich ein anderes Item. Padam, bumm. Alles was passiert. Nicht großartig spannend. Gut, dann gibt's beim nächsten Mal noch so ein bisschen Achievement-Geblimse und die Episode nochmal spielen und so. Aber das. Erst beim nächsten Mal. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zusehen und ciao, ciao.